Hallo, hier ist wieder euer Lego Striker X mit einem neuen Video und zwar einem Lego Custom Video. Wie ihr eure Lego Strike Waffen selber zusammenbauen könnt. Das erste ist eine Sniper. Dazu braucht ihr diese Teile hier. Also das sind die hier. Einen kleinen 1x1er, einen runden. So einen Stab. Ist oft bei den 2-in-1 Sets mit bei. So ein Stein oder eine Kanonenkugel. So ein Stab ist auch bei 1-in-1 Sets mit bei. So. Und dann noch ein Lego-Technik-Teil. Auch wieder ein Teil von 2-in-1 Sets. Einen schwarzen einmal einer oder auch einen dunkelgrauen und so ein Teil von einer Sprühdose. So, dann nehmt ihr den schwarzen einmal einer und das Teil von der Sprühdose und macht die beiden so hier zusammen. Dann sieht das erstmal so aus. Dann nehmt ihr das Teil und es muss so rum sein. So, jetzt habt ihr den ersten Teil schon mal fertig. So muss er aussehen. Dann nehmt ihr jetzt das Lego-Technik-Teil, das hier, steckt das vorne rein, bis es klackt. Dann nehmt ihr dieses Teil, aber passt auf, ihr dürft es noch nicht reinstecken. Zuerst muss das hier, die Kanonenkugel, da oben rauf, dann kommt das, es muss so rum sein, mit der großen Öffnung nach links, kommt das so rauf und rastet sich da ein. Dann packt ihr das Ganze zusammen, was denn so hier aussieht. Dann habt ihr eure halbe Sniper schon fertig. Das ist 3/4. Und jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Und zwar vorne macht ihr den grauen 1x1er nochmal rauf. So, und fertig ist eure Sniper. Jetzt kommen wir zu der zweiten Sniper. Dazu nehmt ihr schwarzen 1x1er und so einen Teil von der Sprühdose. Macht die wieder so zusammen. Dann nehmt ihr so einen Clip und der muss die halbe Lego an nach oben haben. Es gibt ja auch noch andere Clips, die dürft ihr aber nicht nehmen. So, das macht ihr dann so hierauf, dass es dann so aussieht. Dann nehmt ihr die Kanonenkugel, steckt sie so hier vorne rauf, so hier, dann sieht es so aus. So, dann nehmt ihr die Stange und steckt sie vorne rauf. Dann sieht das erstmal so aus. Dann kommt, naja, der halbe Schraubenschlüssel hier ran und die Kanonenkugel oder der Stein als Stativ. Dann nehmt ihr das schwarze Lego-Technik-Teil, macht es hier vorne rauf und dann braucht ihr nochmal einen etwas kleineren Schalldämpfer, sag ich mal, weil es so aussieht, wie gerade eben bei dem Gewehr, und packt es hier oben rauf und jetzt kommen wir zu dem anderen Teil, dem Visier. Dazu braucht ihr den Griff von einem Lichtschwert und so einen roten Stein. Ist auch bei den 2-in-1er Sets mit bei. Den Stein packt ihr dann so hier rauf. So. Und der ganze Rest, ja, kommt hier oben rauf. Fertig habt ihr eure zweite Sniper. So, ich werde demnächst noch weitere Videos auf dem Kanal hochladen. Bis dann. Erstmal tschüss.